Einen wunderschönen guten Tag, liebe Business-Reiseinteressentin. Ich mache nun eine Führung durch das Hotel Delphin Hotels und Resorts. Die Internetadresse lautet www.delphinhotel.com. Wir haben heute den 25.09. und ich darf Ihnen nun mal dieses elegante, schicke Hotel präsentieren mit all seinen Möglichkeiten. Also, mir folgen. Ich stehe also hier mitten vor einem schon besonders hergerichtet mit Lokum-Spezialitäten von der Türkei. Hier auch Wein und Champagner präsentiert, die Eiswürfel. Besonders interessant ist doch wohl dieser tolle Kerzenleuchter. Nun stehe ich mitten in der Präsentationshalle, wo man sich natürlich sehr gut für Fotoaufnahmen und Videos präsentieren kann, aber auch ausruhen kann, wenn man mal kein Interesse hat, sich zu sonnen. Okay. Türkische Türkchen aller Art. Sieht besonders lecker aus und delikat. Schmeckt mit Sicherheit auch super. Werde ich in den nächsten Tagen dann mal testen. Mit wunderschönem Marmorboden ausgestattet, wie man sehen kann. Ich stehe nun vor einem Schmuckladen, Hirschfilet. Guten Tag, schönen Tag. Ja, dann kann ich mal die netten Schmuckstücke hier mir zeigen. Sehr schön. Schicke Sachen haben Sie hier. Sehr hübsch. Na, hier kann man sich auch den einen oder anderen Ring aussuchen. Natürlich nur, wenn man ihn gesponsert bekommt, oder? Super. Bitte schön. Tschüss. Hier noch einmal die Eingangshalle. Hier ist das näher dargestellt. Hier möchte ich auch mal darauf hinweisen. Das Hinweisschild.
welchen Bereichen es jetzt uns nun führt. Amber-Restaurant, links Shopping-Arcade, links Game-Club, rechts Internet-Café, Cinema, Wienhaus, Ulia-Restaurant, Satire-Restaurant, Patisserie, Benner-Bar und Restaurant, Leih-Bar, Cinema-Bar, Tapas-Teehaus, Double-D-Night-Club, Show-Arena, Beach, ganz wichtig, Doktor ebenfalls sehr, sehr wichtig, Ortrum, Elevator. Aber ich werde jetzt diese Führung vorerst nicht machen, weil ich noch die Shopping-Geschäfte präsentieren möchte und dann die Führung weiter zum Poolbereich geht. Wunderbar, wir stehen hier vor einem Denver Leder-Geschäft, wo es also Lederwaren jeglicher Art auch gibt. Ein Schmuckladen mit interessanten Herrenuhren. Die jeweiligen Damenuhren. Wunderschöne Ketten und Armreifen. Kettenanhänger und ganz interessant, Handys, sehr, sehr schick. Oh, hier haben wir ja ein V. Ich möchte noch mal ganz kurz den schicken V hinweisen. Der sieht ja auch toll aus. Ja, dann gehe ich jetzt mal rein in den Laden. Sehr schön. Schönen guten Morgen. Guten Tag. Wunderschöne Uhren. Hier besonders hübsche Ketten wieder mit den passenden Armbändern. Reifen. Ebenfalls Ketten, sehr schicke Ringe auch. Also wunderschön, besonders gefällt mir auch dieses Modell hier. Sehr schick gemacht auch. Oder hier, ebenfalls exklusiv. Ja, und Souvenirs aller Art, wie man da unten sehen kann. Diese tollen Figuren hier in der Türkei haben es mir ja auch unwahrscheinlich angetan. Schöne Kamele, ganz toll. Und da unten, diese kleinen, darf ich mal in die Hand nehmen. Kännchen hier, auch eine türkische Souvenirpräsentation. Sehr, sehr schick. Hier wieder eine Ringe aller Art. Ja, und wer natürlich keine Sonnenbrille mit hat, der kann sich hier sofort eine erwerben. Dann möchte ich doch mal darauf hinweisen, auf diese verschiedenen Motive des türkischen Auges. Hier in V-Form. Als Elefant, Kristalldekoration, Delfine, auch ganz süß, sehr, sehr hübsch. Und hier diese Glaskugeln, nehme ich doch auch mal eine in die Hand, wunderschön. Mit den Motiven Kema, Antalya, Belek, Sitte, Alanya und das habe ich schon immer geliebt. Wenn dieser Glitzer hier durchkommt, sieht doch schick aus, oder? Super. Toll. Immer wieder begeistert. Super. Ich stelle es wieder hin.
Ja, hier jegliche Art von Handys. Und sogar Kopfhörer gibt es hier. Verschiedenen Farben. Hier nochmal ganz groß präsentiert das türkische Auge. Es hat den Glauben, die bösen Menschen und Neider von einem selbst fernzuhalten, wenn man es trägt oder bei sich führt oder eben in der Wohnung aufhängt. Oh, hier ist ja auch was sehr, sehr Schickes. Tolle Kette. Super. So, hier, dies kann man sich natürlich, wenn man Magneten in der Wohnung hat, an den Kühlschrank machen. Auch eine sehr hübsche Dekoration. Und nun verlasse ich den Laden wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Geht nun weiter zu den Schulen. Innerhalb des Hotels ein ganz nettes Schuhgeschäft, wo man jetzt auch schon Stiefel erhält, wie man hier sehen kann. Eine Tafel, die über die neuesten Informationen hinweist. Infoaktiven, aber Karte-Tiran. Infoaktiven. Die Tafel für à la carte Restaurant. Info. Hier an diesen Gemälden sind die ganzen Speisen aufgeführt, jeweils einzeln. Dies ist eine Tafel von Delphine Viva Premiere. Oh, jetzt komme ich zu einem wunderschicken, eleganten Spiegel. Der sieht doch auch toll aus. Ich muss auch mal darauf hinweisen, dass die Tapeten hier sehr, sehr schick aussehen. Mit goldfarbenen Ornamenten. Scheint Seidentapete zu sein. Wunderschön. Sehr, sehr schick verarbeitet. Dies ist der Aufzugbereich. Kann man ja mal schauen, wie er gleich hochfährt. Oh, er fährt runter, okay. Natürlich auch wunderschön da unten. Pflanzen, Wasserfall, alles zusammen. Sehr schicke Treppe auch. Und oben mit Gold verziert die Marmorsäulen. Es geht nun weiter zur Boutique Ferriano, die dann diese Auslage hat. Schon für den Winter ausgestattet. Und Sommersachen erhält man hier so einige. Wir können ja mal kurz reingehen. Okay.
Kleider, Schuh, T-Shirt. Schönen guten Tag. Den Winter, Polo, Shirt. Polo-Shirt, jeglicher Art, Flatshirt, schicke Hemden für Herren auch. Oh, das ist eine besonders schicke Jacke auch. Sehr, sehr schick. Schicke Hemden. Hier scheint wohl der Chef zu sein. Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, hallo. Schöne, schicke Kleidung haben Sie hier. Dankeschön. Werde in den Tagen dann nochmal gucken kommen. Okay, danke. Bis dahin erstmal einen schönen Tag. Dankeschön, schönen Urlaub noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich gehe nun weiter mit meiner Führung. Auch sehr wichtig. Hier sitzen die Fotografin des Hotels, die dann jeweils von Paaren oder Einzelpersonen schicke Fotos und Aufnahmen machen. Es gibt eine tolle Boutique hier mit Ledertaschen. Hier können wir mal reingehen. Ja, da sind schon hübsche Modelle dabei. Не хотелось просто мне правда еле сидела, чтобы не выдержать и не подставить ей руку, как-то помочь, пройти до конца. Вот finde ich besonders schick. Sieht aus wie Schlangenmotiv. Mit Glitzer. Beziehungsweise Goldglitzer. Sehr, sehr schick. Okay. Спасибо большое. Все, можно? Как правило, построено на маленьких нюансах. Я не знаю, что это все в виду. Винша, Bye-bye. Hier bekommen wir natürlich eine griechische Art von Souvenirs, Sonnenartikel. Hier ist auch ein interessantes Symbol zu sehen. Türkische Lesezeichen. Sehr, sehr schick, wirklich, mit den tollsten Ornamenten hier. Fantastisch. Und Superkasten vom Hotel Delphi Diva Resort. Ich stehe jetzt nun vor dem Amber-Restaurant, das ist das Hauptrestaurant, wo man also Frühstück, Mittagessen und Abendessen einnehmen kann. Natürlich gibt es in den jeweiligen Hotels auch verschiedene à la carte Restaurants, die man sich entweder einen Tag vorher oder am selben Tag reservieren lassen kann. Diese Führung über das Amber-Restaurant werde ich jetzt nicht durchführen, das mache ich dann in den nächsten Tagen.
Es geht nun weiter zur Bar. Can I make photos for you? No, no, danke. Thank you. Hier haben wir den Barbereich, wo man also jegliche Art von Getränken, Cocktails, Wein, Champagner, Whisky und so weiter erhalten kann. Mixgetränke aller Art. Ich kann auch mal auf die Cocktailkarte hinweisen. Dies ist also die Cocktailkarte. Man kann dann wählen, ob mit ohne Alkohol oder mit Alkohol. Klassik-Cocktails, Exotik- und Passion-Cocktails. Hier sind die Weine, Champagner und so weiter. Wermut, Likörs. Ja, das war's. Cocktail trinke ich dann später. Meine Führung geht nun noch durch die Bar. Hier sitzt man auch äußerst bequem und man muss natürlich mal auf die Barhocker hinweisen, die also sehr, sehr schick sind im Tigerlook mit Gold. So etwas sieht man ja auch nicht alle Tage. Auch sehr bequem zum Platz nehmen. Die Bar ist auch jeweils mit zwei verschiedenen Fernsehern ausgestattet oder drei sogar. Da hinten ist noch einer. Okay, eins, zwei, drei. Ich verlasse nun die Bar. Besonders auf die Figuren muss ich immer wieder hinweisen. Äußerst hübsch. Man muss auch wirklich mal sagen, dass sie also im Hotel auch besonders hochwertige Kissenbezüge geachtet haben. Wie man hier zum Beispiel sieht, ist das nicht schick? Super. Auf diese Art ist etwas Besonderes hier. Richtig schicke Thronsessel. Und nun stehe ich hier mal vor einer Herr. Eine antike Uhr. Ich möchte nicht wissen, wie alt die ist. Ja, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Finde ich mich auch noch in einem Nebenraum, wo man gemütlich ausruhen kann. Ebenfalls mit großem Fernseher ausgestattet.
Sehr, sehr schön. Das sind natürlich keine echten, aber schicke Figuren. So, wir gehen nun aus diesem Bereich wieder raus. Ich nehme mal ganz kurz Platz, damit man auch mal sieht, wie schick man sieht. Meine Führung geht nun weiter, kurz Informationen eingeblendet und dann gehe ich direkt zur Poolanlage. Mal darauf hinweisen, dass dies die schicke Treppe ausgestattet mit sehr dickem Glas und VA-Geländern zur Poolanlage ist. Also wir folgen. Guten Tag. Hier erhält man dann die Handtücher, wenn man sich sonnen möchte. Hotel hat natürlich auch ein Hallenbad, aber bei diesem Traumwetter sitzt man, denke ich mir, doch lieber am Pool. Darf ich mal darauf hinweisen, hier Winteransicht des Hotels, Ressort Delphin Diva mit seinen schicken Goldkuppeln da oben. Ich möchte die noch mal kurz darstellen. Beeindruckend.